In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. So, ihr Lieben, wir waren jetzt in Kai mit Harper und Lena. Und ich bin am Arsch. Danach waren wir kurz bei Edeka. Da habe ich jetzt einfach Geflügelfleischwurst für Lena gekauft. Das sind glaube ich 200 Gramm. Dann Salinos. Zweimal Chips. Hakan Chips heute wieder bei uns. Und Tornados. Dann waren wir beim Türken. Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Ich wollte halt Schnitzel machen. Wir haben schon total spät und so, ne? Aber ich stelle euch mal kurz hin. Ist ja nicht schlimm. Ich wollte hier diese Schnitzel machen, die hole ich jetzt auch raus. Ich habe die auch beim Türken direkt so dünn schneiden lassen, weil ich das nicht hinkriege. Dann habe ich Joghurt gekauft für den Reis. Ich habe jetzt zwei Gläser Reis rausgeholt, weil der meinte, mach bitte die doppelte Menge, weil Hakan immer sehr viel isst. Hakan isst immer ein Glas Reis. Hakan isst immer ein Glas Reis, ja, ne? Ja. Dann haben wir halt noch Getränke gekauft. Das war's. Und ich habe für Lina Pinsel geholt, weil sie benutzt meine Schminkpinsel. Und das gefällt mir nicht. Ja, jetzt mache ich auf jeden Fall erstmal die Eier mit Salz und dann lege ich ein paar Hähnchen ein. Mal schauen, wie viele. Dann wollten wir morgen das erste Mal mit Lina und Freunden Pony reiten gehen, aber die schließen schon um 14 Uhr, verstehe ich gar nicht. Sonntags, warum schließt man sonntags um 14 Uhr? Da ist doch total viel los. Ja, und jetzt müssen wir schauen, ob Audel halt bis um 19 Uhr, bis um 2 Uhr, ob der überhaupt aufwacht und nicht, ne? So wie ich meinen Mann kenne, wird er nicht aufwachen, aber ist auch nicht schlimm. Ansonsten gehen wir ins Indoor-Spielplatz. Ist auch in Bergheim. Ja. Genau, jetzt mache ich erstmal was zu essen und dann. Ich kann kaum auf meinen Beinen stehen, weil mein Bauch so drückt. Also Lia drückt, besser gesagt. Aber ich muss ja kochen, weil wenn Audel gleich kommt, muss er auch was essen. Ich weiß nicht, wie ihr da seid. Audel macht gerne sein Frühstück selber, aber kochen mache ich dann für ihn, damit er auch was zu essen hat. Also das hier, das sind jetzt zwei Eier mit ganz viel Salz. Ich tue jetzt ein paar Schnitzel rein, damit die so ein bisschen ziehen können. Das ist jetzt eins. Ich mach das mal so. Zwei. Drei. Ich weiß jetzt nicht, ob Lena mitessen wird, weil ich habe hier gerade Suppe gekocht. So. Ich muss das auf jeden Fall ein bisschen ziehen lassen und den Rest packe ich dann in den Gefrierfach und schreibe Schnitzel drauf. Damit das schon vorgeschnitten ist für nächstes Mal. So, das war's auch schon. Lass das jetzt ziehen und dann zeige ich euch, wie ich das paniere. So, ich habe hier jetzt einfach Paniermehl genommen mit rotem Paprikapulver, diesem süßen Paprikapulver. Vermische das jetzt schön und danach kann man auch direkt anfangen zu panieren. So, wir sind auf jeden Fall jetzt zu Hause. Wir waren auf der Kirmes. Dann frag Baba. Ja, wir haben da diese Äpfel gekauft. Zeig mal deinen Apfel. Mit Schokolade umhüllt. Wir sind voll dunkel. Moment, ich versuche mal die Kamera einzustellen. Warte, Schatz. Du musst Baba fragen. Baba, es ist zu spät, Baba, ja, ne? Nein, du hast genug gespielt. Reicht für heute, ja? So, genau. Danach waren wir im Indoor-Spielplatz.
Dann waren wir bei KFC essen. Wir haben auch noch total viel übrig. Das haben wir mitgenommen. Ich wollte euch mal zeigen. Wir waren gerade ein Paket abholen im Kiosk. Bibiat. So. Und zwar haben wir einmal, egal, von Mumin diese Schnuller zugeschickt bekommen. Ich weiß nicht, was das ist. Ja, da ist sie. Ich mache das mal kurz auf, dann zeige ich euch das. Gut, dass wir noch keinen Einkauf bei DM gemacht haben, sonst hätten wir jetzt viel zu viele Schnuller. Ich bin mal gespannt, welchen Lia nehmen wird. Und zwar sind das diese Schnuller hier. Wir haben diese Öffnung. Das haben wir zweimal bekommen. Lina! Sind wir weg, Missy? Nee, du! Ja, das ist für Lia. So, das haben wir zweimal bekommen. Dann einmal diesen Schnuller. Hygienisches Design aus einem Stück. Ventilationslöcher im Design. BEPA PVC frei. PVC. Sanftes und weiches Material und Naturkautschuk. Das kennen bestimmt einige von euch. Ich zeige das mal so von hinten. So sieht das aus. Dann noch diese Glasflaschen. Lina, geh mal bitte weg da. Einmal diese zwei Glasflaschen. Die sind jetzt auch von. Papa! Papa! Ja, Bobby, ich mach das. So, einmal das. Dann diese Flasche, auch von Mumin. Das finde ich voll krass. Das hat so eine so komische die Öffnung. Was, mein Gesicht so schwarz, ja? Mama, ich will die alle. Das ist. So eine Flaschenöffnung, habe ich noch nie gesehen. Und da drin ist aber noch so eine andere Flaschenöffnung. Ich will jetzt nicht alles aufmachen, weil wir das ja wahrscheinlich erst nächste Woche alles, ne? Übernächste Woche sauber machen werden. Dann haben wir noch, Lina, bringst du mir kurz die Spielmatte an, ne? Also Lina hat das gar nicht gemacht in ihrer Kindheit. Ich bin mal gespannt, ob Lina damit spielen will. Wir haben uns so eine Spielmatte zugeschickt. Wie sieht's so aus. Es werden jetzt schon einige sagen, das ist zu grau. Aber man kann die Spielzeuge auch wechseln. Also man kann selber was dran machen. Ja. Und zu guter Letzt haben wir noch so ein Mobile bekommen für das Baby. Guck mal, wie hell ich jetzt hier bin. So. Und zwar ist das das Mobile. Was? So sieht das aus. Was? Total schön, da sind Elefanten drauf und die Melodie kann ich auch mal kurz abspielen. Übrigens kam das Paket aus Schweden. Dafür wollen wir uns auf jeden Fall bedanken und haben uns auch sehr gefreut. Jetzt sind wir komplett mit Babyflaschen und Schnullern ausgestattet. Also ich muss jetzt das Licht in der Küche anmachen. Total komisch, warum unser Wohnzimmer so hell dunkel ist. Ich habe übrigens heute für Lina, mich und Auge diese Äpfel gekauft. Also zwei davon für Lina und Auge. Das mit dem blauen gehört eigentlich mir, aber das ist so hart und nichts für mich. Und ich habe für Lina das hier gewonnen. Total süß, oder? Ich weiß nicht, was ist das für ein Tier? Auge sagt Stinktier, Panda, keine Ahnung. Steht auch nichts dran. Ich habe das mit dem ersten Versuch versucht. Ich hatte noch vier Versuche, aber danach hat es leider nicht mehr geklappt. Ja. Wir haben übrigens heute Linas alten Kinderwagen hochgebracht. Wir verkaufen den für 50 Euro oder so an jemanden, der das wirklich nötig hat. Da ist auch der Maxi-Cosi alles bei. Ich habe den heute jetzt nochmal mit Ordner richtig gut gewaschen. Sachen haben wir abgemacht, in die Waschmaschine geschmissen, also ist komplett wie neu. Ja. Ich schau mal. Wenn das innerhalb einer Woche nicht verkauft wird, verschenken wir den. Aber ich denke schon, dass er wegkommt, weil der ist wirklich sehr, sehr gut erhalten. Und da ist alles bei. Das ist so ein 3-in-1 von ABC Design gewesen. Ja. Was noch? Sonst nix. Sonst haben wir noch voll viel zu essen von Kentucky. Wir haben uns so ein Menü geholt und das war viel zu viel. Ich liebe von Kentucky, wie heißt es? Kartoffelpüree. So lecker. Ja,
Aber da bringt Lina jetzt duschen. Letztens meinte jemand, geht nicht Lina viel zu oft duschen. Also Lina hat jetzt das letzte Mal vor 3 Tagen gebadet und ich vlogge ja auch nicht jeden Tag, ne? Also ich vlogge dann einen Tag und danach am nächsten Tag wieder oder am übernächsten Tag wieder. Deswegen, also lasst euch nicht täuschen. Ich würde mich jetzt auch verabschieden von euch und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.